So, und nahtloser Übergang zu unserem nächsten Thema, Adipositas, ein schwerwiegendes Problem. Ich freue mich, Frau Professor Stroh hier begrüßen zu dürfen. Frau Professor Stroh ist, das kann ich wirklich sagen, mit Fug und Recht eine internationale Koryphäe auf dem Gebiet der Adipositas-Chirurgie und Adipositas insgesamt. Ich habe heute früh um 5 das letzte Thüringer Ärzteblatt aufgeschlagen und schon waren wieder wichtige Informationen zu sehen. Ja, ich übergebe hiermit. Ich freue mich sehr, denn es ist nicht nur eine Epidemie, es ist eine Pandemie. Genau wie der Diabetes mellitus. Ja, bitteschön, Frau Professor. Vielen Dank, Frau Masrizada, für die einführenden Worte. Ich möchte mich vielleicht ganz kurz selber noch mal vorstellen. Bin ja nun schon doch gut vorgestellt worden. Also ich bin Chefärztin für Adipositas und metabolische Chirurgie hier in Gera. Und wir machen nächstes Jahr seit 30 Jahren Adipositas-Chirurgie. Aber die Adipositas ist halt wirklich ein sehr, sehr weit verbreitetes Problem. Und es ist auch ein multifaktorielles Problem, was in viele, viele unserer Fachgebiete hineinreicht, und das muss man sich immer sehr weit vor Kopf halten. Ich habe keinerlei Interessenkonflikt und ich will Ihnen auch eingangs einige Daten zeigen zur Adipositas-Prävalenz. Die Adipositas-Prävalenz hat sich also in den letzten 50 Jahren mehr als verdreifacht. Und Sie sehen letztendlich, dass das zentrale Problem der Zunahme der Adipositas-Prävalenz ist einmal der nordamerikanische Kontinent und natürlich auch Europa und Asien. Und wir haben natürlich auch eine deutliche Zunahme zunehmend im südamerikanischen Kontinent. Was auch ein großes Problem spielt in der Zunahme der Adipositas-Prävalenz, ist die Zunahme auf dem arabischen Kontinent und in Asien. Aber hier gelten ein paar andere genetische Faktoren, auf die ich nicht eingehen möchte. In Deutschland haben wir eine massive Zunahme der Adipositas in den letzten Jahren. Also eigentlich muss man sagen, in den letzten 30 Jahren. Und das zeigt sich für ein BMI über 25, sind 67% der Männer haben in Deutschland ein BMI über 25 und jede zweite Frau. Und wenn wir in den BMI über 30 hineingehen, sind es 23% Männer und 24% Frauen. Und wir haben in der Entwicklung des DMP-Programmes, was ja jetzt seit 1.1. diesen Jahres gilt, auch lange diskutiert, ist der Eingang des BMI in das DMP-Programm Adipositas 30 oder ist er 35, weil diese Grenzen sind eigentlich ohne Evidenz durchgeführt. Was Sie in diesen Abbildungen auch sehr gut sehen, ist, dass wir für die Adipositas in Deutschland ein deutliches Nord-Süd-Gefälle haben, aber wir haben auch ein Ost-West-Gefälle. Und es ist in den letzten Jahren immer so, dass sich die ostdeutschen Bundesländer in der Häufigkeit der Adipositas-Prävalenz abwechseln. Es ist in einem Jahr Sachsen-Anhalt, im nächsten Jahr ist es Thüringen und im dritten Jahr ist es Mecklenburg-Vorpommern. Das sind also die Länder, die in Deutschland die höchste Prävalenz an Adipositas im Erwachsenenalter haben. Ganz erschreckend sind eigentlich die Daten aus dem World Obesity Atlas von 2023, weil aus diesen Daten zeigt sich ganz deutlich, dass die Entwicklung der Adipositas in Deutschland, wenn wir jetzt vielleicht von Lifestyle-Interventionen und neuen Medikamenten mal ein bisschen absehen, doch drastisch zunehmen wird. Und wir werden also im Jahr 2035 36% der deutschen Bevölkerung haben mit einem BMI von über 30%. Also es ist nochmal ein drastischer Anstieg. Und die jährliche Zunahme, und da ist Deutschland mit der Spitzenreiter in den Industrienationen, wird mit 2,2% pro Jahr angegeben. Genauso und eigentlich noch schlimmer, weil das ist ja das, was nachkommt an unseren Patienten und Betroffenen, ist mit 2,4% die jährliche Zunahme für die Kinder und Jugendlichen bis zum Jahr 2035. Und als ich mit Adipositas-Chirurgie angefangen habe, da hieß es immer, naja, so im Jahr 2040 haben wir 30% Adipöse. Wenn ich jetzt sehe, wir sind bei 2035 hier in der Prognose und haben 36%. Also wir gehen inzwischen davon aus, dass die bei 2040 wahrscheinlich weit über die 40% liegen wird.
Das Problem der Adipositas, das hat Herr Dr. Reuter schon ein bisschen angedeutet, ist, dass die Adipositas bedingt wird oder Faktor ist auch für eine ganze Reihe an Begleiterkrankungen. Und ganz entscheidend ist also, dass mit dem Übergewicht und dem Grad des Übergewichtes die Lebenserwartung bei den Betroffenen sich deutlich reduziert. Und man sagt eigentlich so ein bisschen einfach gestaltet oder einfach betrachtet, für die Männer sind es im Langzeitverlauf 12 Jahre bei einem BMI von über 35 und für die Frauen sind es 7 Jahre geringere Lebenserwartung, wenn sie morbid adipös, also ein krankhaftes Übergewicht von über 35 Kilogramm pro Quadratmeter haben, das immer verglichen mit den 25. Ja, warum ist eigentlich Adipositas nicht heilbar? Auch das ist im Vortrag von Herrn Reuter schon angetan. Es ist ein soziokulturelles Problem. Natürlich essen wir gerne, das kann einer sagen, er isst nicht gerne Essen, gehört mit zu unseren täglichen Lebensaufgaben. Und das ist das, was eigentlich ja Freude macht, wenn man im entsprechenden Milieu ist. Wir haben natürlich auch gerade viele Patienten und viele Betroffene und wir haben auch zunehmend Kenntnisse über genetische Defekte, die ein unkontrolliertes Essen verursachen. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Schlafmangel spielt eine große Rolle, also zu wenig Schlaf. Schlaf unter 5 Stunden führt zu begünstigt einer Adipositas und eine ganze Reihe von Medikamenten führen zur Adipositas. Da sind in besonderen erster Linie die Psychopharmaka zu nennen. Es gibt zunehmend genetische Faktoren, die uns bekannt sind, also Leptinmangel, Melanokortinrezeptormangel, das würde hier zu weit führen. Es gibt endokrine Faktoren zur Adipositas, also die Stoffwechselfaktoren, die wir nicht beeinflussen könnten. Es gibt Veränderungen in unseren Darmbakterien, die zur Adipositas führen. Ja, wir können das eigentlich sagen, es gibt die guten Darmbakterien, die wir leider inzwischen alle viel zu wenig haben, die uns vor einer Adipositas schützen. Und es gibt die Darmbakterien, die die Adipositas bedingen, die wir auch fördern, wenn wir im Prinzip in unserem Lebensstil zu viel Süßigkeiten zu uns nehmen. Und wir wissen auch, die körperliche Aktivität hat sich über die letzten 50 Jahre eigentlich deutlich eingeschränkt bei uns allen. Das sind die wenigsten, die es eigentlich noch schaffen, eine ausreichende körperliche Aktivität jeden Tag umzusetzen und das auch lebenslang. Und das beeinflusst natürlich wieder unsere Gelenkschmerzen, unsere kardiale Funktion. Es beeinflusst uns psychisch, wenn wir wissen ja alle, wenn wir in der Sonne draußen sind und uns bewegen, geht es uns allen in der Regel besser, als wenn wir im Winter im Dunkeln drin sitzen. Das sind alles Faktoren, die auch die Adipositas begünstigen. Wir wissen, dass über 60 Krankheiten im Moment mit der Adipositas assoziiert sind. Und ich will nur so die häufigsten aufzählen, das steht an erster Stelle und das ist auch das, was wir am besten aus meiner Sicht im Moment therapieren können. Das ist der Typ 2 Diabetes. Ja, und wir wissen, dass die Inzidenz oder die Risikoerhöhung für einen Diabetes mellitus vom Typ 2 zwischen 6% für die Männer und 13% für die Frauen ist, wenn sie eine Adipositas aufweisen. Dann kommt in der Folge natürlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es kommen die Schlafapnoe dazu, also die Atemaussetzer in der Nacht. Es kommen im Rahmen der Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinzu die Häufigkeit des Schlaganfalls. Die Gelenkbeschwerden kommen hinzu. Und was ganz neu im Fokus steht und deren Bedeutung zunehmend wächst, weil es sind die Erkrankungen oder die Entstehung der Tumoren. Wir wissen inzwischen, dass über 13 Tumorerkrankungen mit einem krankhaften Übergewicht assoziiert sind und diese Patienten, adipöse Patienten, ein deutlich erhöhtes Übergewichtsrisiko und Tumorrisiko haben. Darauf werde ich dann im Folgenden nochmal eingehen. Vielleicht nochmal so einige Abbildungen zur Erkrankung, die mit der Adipositas assoziiert sind. Also die Schlafapnoe wird ja dadurch charakterisiert, dass sie unter der Nacht Atemaussetzer haben. Und man betrachtet das also einmal mit weniger als 5 Atemaussetzern oder weniger als 15 Atemaussetzern oder pro Stunde. Und so zeigt sich eigentlich auch hier im Prinzip in der Korrelation zur Adipositas, dass
auch hier die Inzidenz deutlich zunimmt. In Deutschland ist es so, da gehören wir nicht ganz zu den vorderen Ländern, aber ich glaube, dass wir hier eher einen Bias haben, nämlich darin bedingt, dass unsere Patienten in der Regel ein Jahr warten müssen, bis sie überhaupt mal einen Termin in ein Schlaflabor bekommen. Und dann führt das auch immer dazu, dass der in Behandlung oder der entsprechende Kollege auch daran denken muss, dass ein adipöser Patient eine mindestens 30-prozentige Häufigkeit für das Auftreten einer Schlafapnoe hat. Ja, und Sie sehen auch nochmal in diesen Abbildungen, wo die Schlafapnoe also mit am häufigsten ausgebildet ist, trotz unserer schlechten Diagnostik, die wir haben, gehört da Deutschland dazu, die USA und Russland, aber es gibt auch schon ein paar Länder im südamerikanischen Kontinent, die hier eine sehr hohe Inzidenz der Schlafapnoe haben. Ja, wo sind die Säulen unserer Adipositas-Therapie? Wo setzen wir an? Wir sprechen einmal von der Basistherapie. Wir haben diese Basistherapie einmal als Ernährungstherapie, das wissen wir alle. Da ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch relativ viel geschehen in den Medien, wenngleich es eigentlich nicht in die Industrie umgesetzt wird. Aber da liegen ja natürlich auch Interessenkonflikte dazwischen. Aber wir wissen also alle, dass wir keine zuckerhaltigen Getränke zu uns nehmen sollen, dass wir möglichst auch keine Getränke mit Süßstoffen zu uns nehmen sollen, weil die machen genau das Gleiche wie der pure Zucker, den wir zu uns nehmen, dass Bewegungstherapie, Verhaltenstherapie dazu gehören. Und wir wissen auch, dass es inzwischen, oder es gibt inzwischen auch App-basierte Module, die das alles betreiben und eine Verhaltens- und eine Basistherapie der Adipositas machen. Als zweite Stufe haben wir die medikamentöse Therapie. Da haben wir insbesondere ab dem BMI von über 30 die Möglichkeit der medikamentösen Therapie auf der einen Seite Orlistat, das ist ein Medikament, was die Fettaufnahme bremst, und dann im Prinzip mit den sogenannten GLP-1-Analoga. Da ist eine ganze Reihe an Medikamenten in der Pipeline, die je nach Ansatzpunkt und insbesondere je nach Dosierung zu einer Verbesserung der diabetischen Stoffwechsellage führen und auf der anderen Seite auch zur Gewichtsreduktion. Und dann haben wir ganz neu das Tirzepatid noch in Verbindung GLP-1-Analoga, also intestinales Hormon, mit einem zweiten intestinalen Hormon, was eben die Gewichtsreduktion nochmals verbessert. Man muss wissen, dass im Prinzip nur das pure GLP-1-Analoga für die Diabetestherapie zugelassen sind. Für die Adipositas-Therapie sind diese Medikamente nur auf Selbstzahlerbasis im Moment auf den deutschen Markt verfügbar. Wir als Chirurgen sind auch nicht immer ganz glücklich darüber, weil es doch auch Indikationen gibt, wo man sagt, da ist die medikamentöse Therapie bei dem Patienten das Ende der Fahnenstange. Und dann haben wir im Prinzip die chirurgische Therapie mit unseren verschiedenen Operationsverfahren, auf die ich dann im Folgenden eingehen werde, ab einem BMI von 35 und Begleiterkrankung oder einem BMI von 40 ohne Begleiterkrankung. Die Adipositas-Chirurgie hat in den letzten 30 Jahren, so muss man das sagen, die Gesellschaft für Adipositas-Chirurgie, die internationale, ist 1997 gegründet worden, weltweit einen erheblichen Aufschwung genommen. Und es zeigt sich eigentlich nur in diesem Diagramm, dass die häufigste Operation weltweit die Schlauchmagenoperation ist, gefolgt vom Magenbypass. Alle anderen Operationsverfahren spielen weltweit nicht so eine Rolle. Da gibt es dann immer mal lokale Unterschiede und regionale Unterschiede oder vielleicht auch mal vom Zentrum beeinflusste Unterschiede. Und es ist so, dass man also davon ausgeht, dass sich in 2021 ungefähr 700.000 adipositaschirurgische Eingriffe durchgeführt worden sind. Wenn Sie das mit 2017 oder 16 und 18 vergleichen, zeigt sich kein so richtiger Anstieg. Das ist einmal auf die medikamentöse Therapie zurückzuführen und zum Zweiten auch darauf zurückzuführen, dass wir ja uns dann in 2021 zum Teil auch schon in der Corona-Pandemie befunden haben und da die adipositaschirurgischen Eingriffe deutlich zurückgegangen sind.
Wenn man jetzt als Chirurg oder auch als Hausarzt oder Diabetologe vor dem Patienten sitzt und sagt, ja, ich bin jetzt mit meinen Therapiemaßnahmen eigentlich bei dir am Ende der Fahnenstange angekommen, man muss vielleicht doch mal mit dem Chirurgen sprechen, was es für Möglichkeiten hat, so ist das immer gar nicht so einfach, mit dem Patienten das geeignete Verfahren zu besprechen. Weil der Patient und vielleicht auch der Behandler, die haben einmal ihre medizinischen Erwartungen, ja, was zur Rolle spielt, dann muss man das immer abwägen, welche Komorbiditäten, also welche Vorerkrankungen bringt der Patient mit und was steht im Fokus der Therapie. Wenn ein Patient einen nicht gut einstellbaren Diabetes mellitus vom Typ 2 hat, steht nicht unbedingt im Fokus der operativen Therapie die Gewichtsabnahme, es steht im Fokus der Therapie die Behandlung des Typ 2 Diabetes. Die Gewichtsabnahme ist das, was dann logischerweise dort mitgeht. Und es steht dann auch, das hat Herr Reuter auch sehr schön gesagt, das Verschieben der Langzeitkomplikationen, also der Nierenerkrankung, der Dialyse, das muss im Vordergrund stehen, unserer Therapieentscheidung. Und nicht das Kurzfristige im Fokus stehen. Es geht um, ob der Patient jetzt 50% oder 30% seines Übergewichts abnimmt. Und es ist immer eine chirurgische Entscheidungsfindung. Und natürlich hat jede Operation Komplikationen und Risiken. Und das müssen wir immer mit dem Patienten sehr individuell erwägen. Wenn es darum geht, uns diese Erwartungshaltung des Patienten und unsere eigene immer mit zu bedenken, dann geht es natürlich darum, wir brauchen eine hohe Patientensicherheit. Und, das hatte ich schon gesagt, es geht in dem Abwägen darum, steht die Gewichtsabnahme im Vordergrund, steht die Therapie der Begleiterkrankung im Vordergrund, steht auch die Reduktion der Gesundheitskosten im Vordergrund. Ja? Also wenn wir von einer Dialyse pro Jahr von über 20.000 Euro reden und ich kann eine Dialyse für den Patienten vielleicht sogar lebenslang verhindern oder 10 Jahre hinausschieben, dann sind das schon enorme Gesundheitskosten im Vergleich zu einer Operation, die im Moment mit 7.000 Euro roundabout vergütet wird. Und natürlich verbessert sich die Lebensqualität des Patienten, wenn sie besser laufen können, wenn sie wieder mobiler werden und die Begleiterkrankungen sich zurücknehmen. Adipositaschirurgie kann durchgeführt werden, BMI über 40 oder 35 und Begleiterkrankungen bei Patienten unter 35 und insbesondere dann im Diabetes mellitus ist es auch möglich, wenn der schwer einzustellen muss, ist aber das ist eher eine Sonderindikation. Die Patienten oder Betroffenen müssen natürlich vor einer operativen Therapie eine ganze Reihe an konservativen Therapien gemacht haben. Man sagt also, die müssen 6 Monate innerhalb von 2 Jahren konservative Therapie durchgeführt haben. Beim Diabetespatienten ist es in der Regel im Rahmen des DMP-Programmes erfolgt, eine konservative Therapie und es dann gesagt worden, wir sind hier nicht weitergekommen. Ansonsten muss über den Hausarzt, über das Adipositaszentrum, über den anderen Facharzt diese konservative Therapie eingeleitet werden. Ausnahme ist Patient mit BMI über 50, wo wir sagen, hier bringt es nicht, dem Patienten noch mal ein Jahr oder ein Dreivierteljahr konservativ zu therapieren oder die schweren Begleiterkrankungen. Per se muss man sagen, es gibt für die Patienten auch keine Altersgrenze mehr. Nach unten gibt es eine mit 18, da muss man das immer mit den Kinder- und Jugendärzten sehr dezidiert besprechen. Aber nach oben gibt es de facto keine Altersgrenze. Ja, man muss natürlich, die Frage ist immer, macht es Sinn, den 80-Jährigen oder den mit 70-Jährigen zu therapieren? Aber es gibt Patienten bei uns, die wir haben, die 300 Einheiten Insulin pro Tag benötigen. Und dann muss man sich schon mal überlegen, wo vielleicht auch da die Kostenrelation ist zwischen den 300 Einheiten Insulin am Tag oder vielleicht eine Operation, die ein 70-jähriger Patient, der körperlich noch fit ist, gut verkraftet. Das alles sind Kriterien, die sind eigentlich mal willkürlich 1997 festgelegt worden. Daran hat sich eigentlich in den letzten 25 Jahren überhaupt nichts geändert. Die Begleiterkrankung, die wir sehr gut therapieren können, das hatte ich schon mehrfach gesagt, ist an erster Stelle der Diabetes mellitus. Wir wissen auch, dass die Therapieeffekte wesentlich besser sind, desto kürzer die Diabetesdauer ist.
Also es gibt Studien aus Schweden, die sagen, letztendlich Diabetesdauer unter 4 Jahre führt zu einer kompletten Remission, also kompletten Rückbildung des Diabetes. Wir wissen heute nicht, ob dieser Patient vielleicht in 10 oder 15 Jahren den Diabetes trotzdem ausbildet. Aber dann hat er eben die Begleiterkrankung des Diabetes 10 oder 15 Jahre nochmals hinausgeschoben. Die Schlafapnoe, also das Aussetzen der Atmung während der Nacht, bildet sich unter der Gewichtsreduktion bei weit über 60% der Patienten zurück. Wir können die Refluxkrankheit, also das Rückfließen von sauren Mageninhalt in die Speiseröhre gut therapieren. Und als zunehmend neue Erkrankung, die wir therapieren, kommt die Erkrankung der Fettleber hinzu, die in der Gesamtbevölkerung zunimmt, die auch beim Normalgewichtigen zunehmend ein Problem ist, nämlich durch unsere vielen Zuckeraustauschstoffe und den vielen Zucker, den wir täglich zunehmen. Es gibt so ein paar endokrine Erkrankungen, die einer guten Therapie zugeführt werden können. Und die Tumoren, also der Brustkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, die gynäkologischen Tumoren sind mit einer deutlich höheren Inzidenz behaftet bei adipösen Patienten. Und da muss man sich halt auch immer überlegen, was macht man bei diesen Patienten? Wenn die Patienten bei uns im Haus einen sehr, sehr hohen BMI haben, also jenseits 60, und man tut sich schwer zu sagen, das ist jetzt ein Patient, der initial operiert werden kann, hat man die Möglichkeit, den Patienten für eine Operation vorzubereiten. Auch Patienten mit psychischen Erkrankungen kann man überlegen, wie kann ich diesen Patienten so evaluieren, dass ich sehe, das macht Sinn, den zu operieren oder nicht Sinn, den zu operieren. Da haben wir die Möglichkeit, dass bei diesem Patienten ganz einfach über eine Magenspiegelung ein Ballon in den Magen eingelegt wird. Da gibt es verschiedene Devices, die können zwischen 6 und 12 Monaten bleiben. In der Regel Gewichtsreduktion zwischen 10 und 20 Kilogramm in der Zeit. Danach muss aber klar sein, wie es mit dem Patienten weitergeht. Wir in Gera machen das im Hauptsächlichen noch stationär, weil die Patienten ja doch so 4, 5 Tage nach der Balloneinlage gerne erbrechen, ein Flüssigkeitsdefizit ausbilden können und daher das eher stationär eingelegt wird. Ein bisschen veraltetes Verfahren, aber ich will es trotzdem nennen, ist die Magenbandimplantation. Das Magenband wird um den Mageneingang, wie Sie sehen, herumgelegt. Führt dazu, dass wir dann einen oberen kleinen Magenrest haben, der durch die Dehnung dann zu einem Sättigungsgefühl führt und damit natürlich zu einer Gewichtsreduktion. Das war eigentlich das Verfahren der 90er bis Mitte der 2000er Jahre. Heutzutage ist die Anzahl der Magenbandimplantationen drastisch zurückgegangen. Sie ist in Deutschland inzwischen unter 1% und weltweit auch so um die 1%. Man darf aber das Verfahren aus meiner Sicht nicht so ganz vergessen, weil Übergewichtsverlust liegt so bei 50% vom Übergewicht. Das heißt also, wenn Sie einen Patienten haben, 180 Kilo, mit 1,80 m Körpergröße hat er 100 Kilo Übergewicht, Pi mal Daumen gerechnet, ganz einfach. Also wenn der auf 130 abnimmt, wäre der im Erfolgskonzept des Magenbandes. Ja. Und das Magenband hat kaum eine Morbidität. Es gibt kaum Komplikationen bei der Bandeinlage und es gibt kaum Mangelzustände an Vitaminen, Spurenelementen, die durch diese Bandeinlage auftreten können. Deswegen also bei jungen Patienten, vielleicht auch mal bei jugendlichen Patienten, Frauen mit Kinderwunsch, Familienplanung und nicht so hohen BMI, ist das immer noch ein valides Verfahren, was man einsetzen kann. Das Band ist in Verruf geraten, weil wir natürlich eine ganze Menge an Problemen und Komplikationen haben können. Sie sehen das, dass es also der Vormagen sich vergrößern kann, dass man auf einmal das Band, was man eigentlich von außen um den Magen legt, inne im Magen findet. Und das hat dazu geführt, dass man eine Reoperationsrate vom Magenband nach 10 bis 15 Jahren von 30% hat und hat letztendlich dazu geführt, dass man das heute kaum mehr durchführt. Das zweite Verfahren, und das ist im Prinzip das häufigste Verfahren in Deutschland und weltweit, ist die sogenannte Sleeve-Gastrektomie oder Schlauchmagenresektion. Das Verfahren hat den Vorteil, dass die Anatomie des Magen-Darm-Traktes erhalten bleibt. Das Verfahren hat eben auch den Vorteil, dass sie über eine Magenspiegelung immer noch an die Gallenwege herankommen, wenn man das mal ganz einfach sagen will.
Und das Verfahren ist auch eine endokrine Chirurgie, weil wir in dem oberen Anteil des Magens das sogenannte Hungerhormon produzieren. Und dieses Hungerhormon letztendlich für das Sättigungsgefühl verantwortlich ist. Und genau dieser Anteil wird bei der Schlauchmagenoperation entfernt und führt dazu, dass Sie die ersten 2 Jahre nach der Operation deutlich weniger Hunger haben. Übergewichtsverlust, Entschuldigung, ungefähr 60% des Übergewichtes. Wir haben für die Schlauchmagenoperation relativ kurze Operationszeiten. Wenn wir das laparoskopisch durchführen, sind wir, ich sage immer so ein bisschen spaßig, in den Operationszeiten wie eine Gallenblasenoperation von ungefähr 40 Minuten. Wir sind im Moment das ein bisschen dabei umzustellen auf die robotische Chirurgie. Da liegen wir aber inzwischen auch schon wieder bei 50 Minuten Operationszeit. Und es ist natürlich ein Verfahren für Patienten mit einem exzessiv hohen BMI, einem BMI von über 60, und es sind halt auch keine Fremdkörper im Patienten. Die Schlauchmagenoperation kommt so ein bisschen im Moment ähnlich wie die Magenbandoperation in die Frage, naja, wir haben eine hohe Reoperationsrate, ungefähr von 30% nach 10 Jahren. Wir haben ein Verfahren, was ich nicht rückgängig machen kann. Ist das wirklich die Lösung? Das ist eine internationale Diskussion. Da muss man sehen, wo die Entwicklung hingeht. Aus meiner Sicht ist es aber so, dass Sie mit der Schlauchmagenoperation durch den Erhalt der Anatomie, den Sie haben, einerseits einen deutlichen Vorteil haben und zum Zweiten, Sie können aus der Schlauchmagenoperation bei unzureichender Gewichtsabnahme, bei einem Wiederauftreten einer Blutzuckererkrankung beispielsweise, das Ganze im Folgenden dargestellte Spektrum zur Adipositaschirurgie durchführen und haben da eigentlich keine Probleme. Übergewichtsverlust in der Studie, in zahlreichen Studien mit 50-70% angegeben. Wir rechnen immer lieber 14 BMI-Punkten. Die österreichische Studie sagt 14 BMI-Punkte. Wir haben im deutschen Register 15 BMI-Punkte, aber eben ein Wiederanstieg des Körpergewichtes bei 57% der Patienten. Das muss man aber sich so vorstellen, die Patienten erreichen immer so ein minimales Gewicht und nehmen danach so nach 5 bis 7 Jahren nochmal 10 bis 12 Kilo wieder an Übergewicht zu. Problem ist im Prinzip das Auftreten des Refluxes nach der Operation. Magenbypass ist das am zweithäufigsten durchgeführte Operationsverfahren. Was wir haben bei der Magenbypass-Operation, wird so ein kleiner Magenpouch, ich sage mal von der Größe eines Tischtennis gebildet, der dann mit dem oberen Dünndarm verbunden wird, sodass Sie weniger essen können. Und das, was Sie essen, wird dann durch den oberen Dünndarm auch in der Regel 1,50 Meter nicht resorbiert, weil es dort auch keinen Kontakt zur oberen Dünndarmschleimhaut und zum Magen gibt, beziehungsweise weil dort die Hormone und die Gallensubstanzen fehlen, um die Substanzen aufzunehmen. Und wir haben durch diese, es ist jetzt ein bisschen schade, dass ich es nicht mit dem Pointer zeigen kann, durch die Ausschaltung des Fingerdarms zahlreiche hormonelle Aspekte. Und wir haben den Aspekt, der durch die Medikamente, also durch das GLP-1, verursacht wird, nämlich wir haben eine andere Insulinausschüttung bei dem Patienten. Und ganz beeindruckend ist es immer für uns, wenn Sie einen Patienten mit dem Diabetes operieren, der vielleicht den noch nicht so lange hat und der hat 100 Einheiten Insulin vor der Operation gehabt. Sie dürfen den nach der Operation bitte nicht gleich wieder auf Insulin einstellen. In der Regel ist es so, dass Sie nach 5 bis 7 Tagen nach der Operation erstmal normale Blutzuckerwerte haben. Ja, also da ist es so, ganz vorsichtig herantasten, wie viel der Patient nach der Operation noch Insulin braucht. Wenn Sie natürlich Patienten haben, der 10 Jahre einen insulinpflichtigen Diabetes hat, sind die Effekte einfach nicht so groß. Übergewichtsverlust nach Magenbypass-Operation beträgt so zwischen 50-70% des Übergewichtes. Es gibt noch ein paar Verfahren, die zu einer größeren Gewichtsreduktion führen und zu einer Verbesserung der diabetischen Stoffwechsellage. Dazu gehört der Ein-Anastomosen-Bypass, B2-Bypass, Mini-Bypass. Das ist eigentlich alles das Gleiche, wenn jemand danach googelt. Da wird im Prinzip ein Magenrest gebildet, der ist etwas größer als bei der Magenbypass-Operation
Und die ausgeschaltete Schlinge des oberen Dünndarmes ist länger, die sogenannte biliäre Schlinge, die ist 1,50 Meter lang. Das hat größere Effekte noch auf den Diabetes und die Gewichtsreduktion, hat aber das Risiko, dass die Patienten eher Geschwüre an den Nahtstellen ausbilden, dass die Patienten unter Umständen keinen sauren, sondern einen galligen Reflux ausbilden können. Und auch, dass die Patienten schneller Mangelerscheinungen ausbilden können. Ja, das können wir überspringen. Das hatte ich eigentlich so gesagt. Übergewichtsverlust für diese Verfahren ist so 70-75%. Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie lang Sie die Dünndarmlänge wählen. Aber da muss ich sagen, da ist eher Vorsicht geboten. Da ist nicht immer das lange und die schnelle Gewichtsreduktion das Gute. Das wird am Ende eher Ihnen als Operateur bestraft, nämlich dass Sie dann den Patienten wegen Mangelerscheinungen reoperieren müssen. Es gibt noch die biliopankreatischen Diversionen als Operationsverfahren, die also immer mit einer Magenverkleinerung und einer massiven Dünndarmausschaltung einhergehen, sodass wir nur eine Resorptionsstrecke des unteren Dünndarmes von 1 Meter haben. Wir wissen heutzutage, dass das hochriskant ist. Natürlich haben die Patienten die besten Effekte auf den Diabetes, die besten Effekte auf die Gewichtsreduktion. Sie brauchen aber eine sehr, sehr strenge und lebenslange Substitution mit Vitaminen und Spurenelementen und auch eine lebenslange Anbindung an entsprechende Zentren. Hier ist einmal noch der duodenale Switch dargestellt. Hier sehen Sie, dass es ein Operationsverfahren ist, was im Prinzip aus einer Schlauchmagenoperation hervorgeht. Das ist in Anfang der 2000er Jahre als eine Operation durchgeführt worden. Das macht heute kein Mensch mehr auf der Welt. Es wird also in mehreren Schritten durchgeführt. Es wird erst der Schlauchmagen operiert und dann wird in Abhängigkeit der Gewichtsabnahme entschieden, ob das vielleicht ein Mini-Bypass wird oder wie hier ein duodenaler Switch wird oder wie hier so ein SADI-Bypass wird. Das sind alles Varianten, die wir inzwischen kennen, die auch eine ganze Reihe an hormonellen Effekten haben, die wir bei Weitem noch nicht überblicken. Und da ist also, muss man immer beim malabsorptiven Verfahren immer eine sehr, sehr enge Anbindung des Patienten an das entsprechende Zentrum oder auch an einen entsprechend ausgebildeten Internisten oder Gastroenterologen fordern. Sonst funktioniert das eher nicht und führt im Langzeitverlauf zu schwerwiegenden Erkrankungen. Die Ergebnisse gerade dieser SADI-Operation sind noch nicht ausreichend bekannt, aber das ist so ein Verfahren, was in den letzten Jahren auch deutlich auf dem Vormarsch ist. Wenn jemand operativ therapiert ist, so braucht eigentlich, sag mal, ich nehme mal die Magenbandpatienten dort raus, aber alle anderen Patienten eine lebenslange Behandlung mit Vitaminen und Spurenelementen. Das hängt immer davon ab, welcher Teil des Magen-Darm-Traktes ausgeschaltet ist. Das muss man eigentlich wissen, was dann in welchem Teil resorbiert wird. Was alle Patienten in der Regel bedürfen, ist Eiweiß. Eiweiß ist sowieso was, das nehmen wir wahrscheinlich die meisten von uns, außer die, die exzessiv Fleisch essen, inzwischen am wenigsten am Tag auf und führt eigentlich zu einer guten Gewichtsreduktion. Sie brauchen aber die fettlöslichen Vitamine, also A, D, E und K. Und sie brauchen natürlich in der Regel auch Calcium und Vitamin B12. Und auch der Patient, der nur eine Schlauchmagenoperation hat, braucht in der Regel Vitamin B12. Zusammenfassend will ich mal noch so ein bisschen ein paar Daten bringen, wo wir jetzt stehen in unseren Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten. Und da gehe ich als erstes nochmal auf den Diabetes mellitus ein. Wir wissen, dass die Patienten, die wir operieren, eine bessere Rückbildung des Diabetes haben, wenn sie jünger sind, wenn sie komischerweise einen hohen perioperativen oder präoperativen BMI haben, der Diabetes möglichst kurz besteht, also nicht der 10, 15 Jahre ist, dem kann ich in der Sprechstunde nicht sagen, ihr Diabetes wird wieder verschwinden. Die gibt es komischerweise auch, aber das ist selten. Aber der Patient, der den 3 oder 4 Jahre diagnostiziert hat, da müssen ja nochmal 3 oder 4 Jahre undiagnostiziert in der Regel draufrechnen, der hat gute Chancen, dass der Diabetes weggeht. Und Patienten, die präoperativ kein Insulin gebraucht haben.
Ja. Und dann spielt es für den Patienten in der Regel keine Rolle, ob der eine Schlauchmagenoperation kriegt oder ob der eine Magen-Bypass-Operation kriegt. Patient, der eine lange Diabetesdauer hat und hohen Insulinbedarf, der profitiert in der Regel nur wenig von der Schlauchmagenoperation. Das muss man wissen, weil eben dann dieser Effekt der duodenalen Exklusion für den Patienten nicht so da ist. Wieder Auftreten des Diabetes ist bedingt nach einer Operation durch die längere Dauer des Diabetes und durch einen geringeren Gewichtsverlust. Man muss aber wissen, dass Patienten mit dem Diabetes nach einer bariatrischen Operation nicht so viel an Gewicht abnehmen in der Regel wie Patienten ohne Diabetes. Das Zweite, was mir am Herzen liegt, und das spielt in Deutschland eher noch so ein bisschen eine untergeordnete Rolle im Verständnis, ist Übergewicht und Tumorerkrankung. Weil wenn wir die Übergewichtspandemie nicht irgendwie in den Griff kriegen, werden wir in den nächsten 10 oder 20 Jahren die Tumorerkrankung nicht in den Griff kriegen, auch wenn sich da das Behandlungsportfolio natürlich nahezu täglich mit neuen Antikörpern und neuen Medikamenten verändert, ja. Und Sie sehen eigentlich ganz eindrucksvoll auf dem linken Diagramm, dass Patienten, die operiert sind, ein deutlich geringeres Risiko für Tumorerkrankungen haben als übergewichtige Nicht-Operierte. Ja? Und auch die tumorbezogene Mortalität, also das Versterben infolge des Tumors, nimmt ab bei den operierten Patienten. Die Mechanismen dazu sind uns noch nicht ganz klar, aber das wird mit dem hochpotenten Fettgewebe und den entzündlichen Faktoren, die das Fettgewebe ausschüttet, deutlich in Zusammenhang stehen. Und wir sehen auch, dass im Prinzip an diesem Diagramm Patienten deutlich weniger Tumorerkrankungen nach Adipositaschirurgie ausbilden. Ja? Also selbst wenn die Patienten ein hohes Risiko haben, wenn die operiert sind, ist das Risiko für Tumorerkrankungen wieder geringer. Und das Risiko, an diesem Tumor zu versterben, nimmt eben bei diesen Patienten auch ab. Das sind eigentlich auch große, große Studiengruppen, die wir haben, die das uns sehr eindrücklich belegen. Und noch entscheidender ist, desto mehr der Patient an Gewicht abnimmt, desto geringer ist sein Krebsrisiko. Ja, auch das sind Daten, die das also aus der schwedischen Arbeitsgruppe inzwischen eindrucksvoll beweisen. Und diese schwedische Arbeitsgruppe, das war mir über 20 Jahre überhaupt nicht bewusst, hat das gemacht, was in Deutschland völlig unmöglich war. Es hat also von all diesen operierten Patienten und diesen ganzen Patienten, die sie in der Studie haben, sowohl Blutproben als auch Fettgewebsproben. Und die sind jetzt in der Lage, bei dem Patienten noch herauszuarbeiten, wie hoch das genetische Risiko für diese Patienten ist, anhand dieser vorhandenen Proben. Also das wird aus meiner Sicht in den nächsten 4, 5 Jahren, wenn das mal alles gemacht hat, uns einen enormen Wissensschub geben für die Patienten, wie wir die entsprechend therapieren können. Es zeigt sich also unabhängig jetzt von den Tumorerkrankungen zu den Langzeitergebnissen, die Adipositaschirurgie und die Gewichtsreduktion, es muss ja nicht immer chirurgisch sein, führt natürlich logischerweise immer zu einer Erhöhung der Lebenserwartung. Die Lebenserwartung gleicht sich nach operativem Eingriff oder nach Gewichtsreduktion wieder an. Also Adipositaschirurgie oder wie man früher gesagt hat, bariatrische Chirurgie, heute heißt es eher metabolische Chirurgie, weil es um die Behandlung der Begleiterkrankung des Diabetes, der Schlafapnoe, der Fettleber geht, ist eine Diabeteschirurgie. Ja, es ist natürlich, das habe ich jetzt nicht gebracht, eine und im Moment die Haupttherapiemöglichkeit für die Fettleber. Die Fettleber stellt in den USA schon die häufigste Indikation zur Lebertransplantation dar. Ja, wenn wir in Deutschland an diese Bedingungen der Transplantationschirurgie denken, möchte ich gar nicht wissen, was da für eine Welle auf uns zukommt, wenn wir weiter mit diesen Fettlebererkrankungen ja auch beim Normalgewichtigen zu tun haben. Und
Die Chirurgie ist nephro- oder die Gewichtsreduktion ist nephro- und kardioproduktiv. Und da bin ich eigentlich schon wieder in dem Kontext zu Herrn Reuter, der eigentlich auch gesagt hat, die Diabetestherapie muss so sein, dass wir nephro- und kardioprotektiv sind, um diese Langzeitfolgen für unsere Patienten mit enormen Kosten auch perspektivisch reduzieren zu können. Und wir wissen auch aus den Daten, wir haben eine sehr, sehr gute Krebsprävention. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.